Willkommen zum ersten Video von Werksbrandschutz. Simulator. Ja, sehe ich mich, ich will mich auch kennenlernen. Du kannst dich glücklich schätzen, dass unser Chef heute mit dem Großteil unserer Belegschaft auf einer Schulung ist. Der hätte. Oh Mann, jetzt pfeift meine PlayStation schon wieder, hey. Mann, oh mio, hey, dieser scheiß Brummerkasten. Jetzt pfeift es schon wieder, ey, Alter, wie. Oder föhnt, ja, wie so ein Staubsauger. Erstmal eine stundenlange Führung über die gesamte Gelände gemacht. Wir machen eben das Wichtigste im Schnelldurchgang. Alles Weitere wirst du dann später schon selbst. Guck mal kurz, okay. Ja, oh. Das ist besser scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also fünf. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, das heißt immer zu schnell. 4, 3. Ja, schon besser. Ungestellte Kenntnis ist das hier, unsere Fahrzeughalle. Sind nicht gerade im Einsatz gewartet oder gewaschen werden. Über Tanklöschfahrzeuge bis hin zum Turbolöscher ist hier alles vertreten. Notwendig ist. Ja. Ist doch bestimmt drei Rettungswagen. Feuerwehr 1, 2, da hinten. Das ist das. Ja. Wo ist denn? Da oben. Habe ich gedacht, Ruheraum, der einzelne Bett hier auf der rechten Seite ist dir zugeteilt, da unsere Schicht immer von morgens 8 bis zum nächsten Tag 8 Uhr gehen. Hat jeder die Möglichkeit, sich zwischendurch für insgesamt 2 Stunden hinzulegen.
Komm in der Zeit eine Alarmierung rein. Heißt schnell in die Klamotten springen und ab zum Fahrzeug. Die noch nicht verbrauchten vollen Stunden Ruhezeit kannst du später nachholen. Herzschlag der Woche, das ist unser. Welche an dir kommen sämtliche Meldungen rein und von hier aus werden alle Einsätze koordiniert. Okay, hast mir schon gedacht. Jetzt sei es offen. Wollte ich dir auch schnell den Besprechungsraum zeigen. Hier fangen wir alle Schichten an, werden für den Tag auf die einzelnen Fahrzeuge zugewiesen und informiert, wenn besonders ansteht oder vorgefallen ist. Aha. Ja, komm, geh runter. Da jemand. Das ist aus, da ist WC oder bla bla bla. Das ist die Tonne. Da geht's drin. Hier finden Sie unsere Wasch- und Sunset-Halle. Ja. So an den beiden Seiten der Halle bei schönem Wetter kannst du den Wagen auch draußen waschen. Achte, dass der Schlauch nicht unendlich lang ist. Hier auf der Halbe findest du alles, was du an Werkzeug benötigst. Sollte es beim Fahrzeugcheck feststellen, dass irgendwas nicht funktioniert, kannst du dir das gesamte Werkzeug holen und das instand setzen. Begib dich einfach mit dem Werkzeug vorne vor das Fahrzeug. Der Rest ergibt sich von selber. Vogel aber nicht aus Langeweile am Fahrzeug herum, wenn nichts defekt ist. Das sieht der Chef gar nicht gern. Siehst du unser Übungsturm und auf der Gegenseite hörst du ein altes Autowrack, das wir ebenfalls für Übungen einsetzen.
sich in den Einsätzen selbstständig Übungen durchführen. Gehe dazu einfach an den Turm oder was habe ich dann erklärt? Die möglichen Übungen sind immer abhängig von dem zugeteilten Fahrzeug. Aha. Lass ihn jetzt doch da vorbei. Hey, doch geht's da noch. Alter Schwede. Ey, hat das auch mal ein Ende. Jetzt hingedackelt. Ah, ich glaube, das war, wo der hingedackelt ist. Da ist schon ja. Hier findest du unsere Wassertankanlage, Sorge bei der Tanklöschfahrzeuge immer dafür, dass der Wassertank gefüllt ist. Natürlich solltest du auch immer den Kraftstofftank deines Fahrzeugs im Auge behalten. Tankstellen findest du an mehreren Stellen auf dem gesamten Werksgelände. Es gibt auch zusätzliche Wasserbefüllanlagen, alle die auf der Karte angezeigt. Nutze L3, um raus und rein zu zoomen. So, das war's schon mit unseren kleinen Führungen. Ich mal wieder an meiner Arbeit. Viel Spaß. Willkommen in unserem Trupp. Das wird auch so schön, aha. Okay, das war's dann mal im ersten Video.